Wie man sieht, hat es dann doch noch geklappt hier mit dem Campingplatz. Gestern Abend bin ich so nach 8 erst angekommen, aber der hatte noch offen und ich habe tatsächlich den allerletzten Platz bekommen. Und heute möchte ich nun auf diesen Pass neben der Eiger Nordwand hochfahren, auf die kleine Scheidegg und dann mit der Jungfraujochbahn weiter hoch Richtung Eigergletscher und Jungfraujoch, und zwar als Rundtour über Lauterbrunnen wieder zurück nach Grindelwald. Das heißt, heute habe ich nur einen Teil des Gepäcks dabei. Das Zelt habe ich natürlich am Campingplatz gelassen. Und dann fahre ich da heute mal die Berge hoch. Der Tag ist sonnig. Bis gestern einschließlich hat es hier wohl extreme Unwetter gegeben. Ja, da kam ich zur richtigen Zeit hier an. Und jetzt kann eigentlich dem Glücksgefühl der Berge nichts mehr im Wege stehen, hoffe ich. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen hier über den Bergen. Aber trotzdem ist da schon ein ziemlicher Betrieb hier unten im Grindelwald. Das ist hier alles sehr urig. Erinnert mich ein bisschen an Andermatt, aber es ist noch enger in die Berge eingebunden. Und dann zieht sich die Bahn hoch. Und die Straße oder die Wege, die schlängeln sich drumherum. Und das Sträßchen hier, das zieht sich ja direkt unterhalb der Eiger Nordwand hoch. Fantastischer Blick. Wenn man erstmal den Einstieg in diese Straße geschafft hat, dann ist das wirklich gut zu fahren. Kaum Verkehr, sogar für normale Autos, Touri-Autos gesperrt, und man gewinnt schnell an Höhe. So soll es sein. Nun hat man wohl die Waldgrenze erreicht hier. Das Gebiet bewaldet sich, das ist ganz schön. Dann ist es auch immer mal ein bisschen schattig, holt man sich nicht gleich einen Sonnenbrand. Aber immer noch sehr friedlich hier und wunderschön zu fahren. Da biegt man nichts an um die Kurve und auf einmal kommt ein schneebedeckter Berg in den Blick. Ich glaube, der hat gestern und die letzten Tage noch eine Menge Neuschnee bekommen. Ach, und da oben scheint die Passhöhe zu sein. Nun denn, 2/3 des Aufstiegs liegen hinter mir. Habe ich geschafft. Und da unten liegt Grindelwald und da drüben, ich nehme an, das ist die große Scheidegg, das ist der Pass Richtung Osten, den ich dann morgen fahren werde. Und diese wuchtigen Berge beeindrucken mich jedes Mal aufs Neue. Nun wird das Ganze hier zum Schotterweg. Das hatte ich gar nicht auf dem Radar gehabt. Das wird jetzt natürlich ein bisschen anstrengend. Puh, jetzt bin ich ja doch ziemlich außer Atem und ich weiß, warum ich mich entschieden habe, diese Strecke hier nicht als reguläre Tour zu machen mit vollem Gepäck, sondern als Ausflugstour mit reduziertem Gepäck. Aber diese Schotterstrecke, die verlangt einem echt alles ab. Ich bin jetzt echt ziemlich aus der Puste. Kommerz ist wieder da. Ja, Schweizer Berge und Schweizer Preise. Ja, ganz so viel ist noch gar nicht los um die Zeit. Das ist schön. Sonnenbänke. Wunderbar. Und hier geht dann wohl gleich dann die Bahn hoch aufs Jungfraujoch.
Also das ist ja schon eine beeindruckende Erfahrung hier oben. Mitten in den 4000ern zu sein, im ewigen Eis. Naja, so ewig ist es nicht, wie wir heute wissen. Aber trotzdem, so der Blick runter, da ins Grüne, auf die kleine Scheideck mit diesen Bergen, Tschuggen, männlichen, die so klein von hier oben wirken. Und dann, wenn der Blick rüberschweift zum Mönch, den sieht man so richtig klar vor tiefblauem Himmel. Und dann weiter in Richtung Mönchsjochhütte, das ist, wo die ganzen Leute hier hin pilgern. Und mein Favorit ist tatsächlich aber der große Aletschgletscher, der hier so ruhig und majestätisch da liegt. Und da hinten das ganz markante Aletschhorn, auch ein 4000er, glaube ich. Die Gletscherspalten habe ich so noch nie gesehen in einem Gletscher. Klar, das ist natürlich hier die Touristenattraktion entsprechend überfüllt, wirklich mit Touristen aus aller Welt. Aber sei es drum. Also imposant und eindrücklich ist das hier. Unglaublich. Aber bei dem ganzen Trubel hier auf dem Jungfraujoch ist es wirklich mal gut, selber mal still zu werden und diese gewaltigen Impressionen auf sich wirken zu lassen. Was für eine schöpferische Kraft. Hell hier. Ja, 3.500 Meter, sulziger Schnee und abseits der Touristenmassen kann man sogar noch ein Fleckchen für sich entdecken. Und hier wird auch alles zu Geld gemacht. Einmal hier rübergleiten für schlappe 20 Franken. Aber es wird angenommen. Schauen wir mal. Nun denn, und jetzt beginnt die Abfahrt. Jetzt will ich nach Wengen fahren. Bin mir aber ein bisschen unsicher, weil das ein Mountainbike-Weg ist und weil die Strecke hier Schotter ist. Ich habe gehört, die soll nachher sehr steil werden. Ja, ich denke, ich probiere es einfach mal. Wahnsinnig schön. Heidiland. Die
Nun mache ich mal eine kleine Pause. Nicht, weil ich das jetzt unbedingt nötig hatte. Bergabfahren ist das ja eigentlich nicht so wild, sondern weil das Fahrrad das nötig hat. Insbesondere die Scheibenbremsen. Die sind glühend heiß. Aber Spaß macht's. Ja, wie cool ist das denn? Also mit Gepäckwerk hoch hätte man hier keine Chance, überhaupt keine. Das ist so steil, teilweise rutscht das Vorderrad und das Hinterrad gleichzeitig weg. So, und jetzt verlässt man hier gerade den Wald und es öffnet sich eine Lichtung und da hat man wieder diesen wahnsinnigen Panoramablick. Sagenhaft. Und da unten liegt dann wohl lauter Brunnen im Tal. Nun bin ich nach dieser fast endlosen Serpentinenabfahrt endlich in Lauter. Angekommen und dann sieht man diesen riesigen Staubbach-Wasserfall, auch irgendein Rekord, halt der größte frei fliegende Wasserfall der Schweiz. Jetzt sieht man, wie groß der ist im Vergleich zu dieser Kirche. Und nachdem ich jetzt so viele Höhenmeter verballert habe, quasi im Dauerbremsmodus auf Schotterpiste, bin ich jetzt im Tal angelangt und muss jetzt ja so über ein paar Ecken wieder zurück nach Grindelwald. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend und man ist hier auch schon direkt im Schatten. Da sind die Berge sehr eng und sehr hoch. Ich kann nämlich hier den Panorama kaum satt sehen. Merkt man wahrscheinlich auch. Jetzt bin ich von Lauterbrunn die Straße aus runtergefegt. Das ging meistens mit Tempo 40, 50, unheimlich schön. Und gerade abgebogen wieder nach rechts. Jetzt beginnt wieder der Aufstieg nach Grindelwald. Jetzt habe ich alle meine Höhenmeter verpulvert. Habe ich das schon mal erwähnt, wie toll ich es finde, dass man als Radfahrer einfach so anhalten kann am Straßenrand. Allerdings die Straße auch recht befahren. Und dazwischen rauscht der Bach und die Blumen, Wiesen blühen. Es ist schon sehr idyllisch hier. Friedliche Abendstimmung, zumindest wenn keine Autos fahren. So, Fazit des heutigen Tages. Wunderschön, Horizonterweiterung total, aber auch trotz der kurzen Strecke, es waren keine 40 Kilometer, 1500 Höhenmeter vielleicht, trotzdem ziemlich anstrengend fand ich durch diesen Schotter vor allen Dingen. Also ich würde sagen grenzwertig. Für Rennradfahrer würde ich die Strecke nicht empfehlen, für Mountainbiker ist es ein Paradies, also top, tolles Wetter. Und da geht es dann morgen für mich hoch Richtung Großer Scheidegg. Ja, dann fahre ich jetzt mal in den Campingplatz, der da hinten auch so schön liegt. Gehe unter die Dusche und freue mich auf den morgigen Tag.